treten sie ein auf mein Grundstück und damit würde ich mal behaupten, ein herzliches Willkommen hier zurück beim Community-Projekt in Minecraft. Und ja, ich möchte euch was zeigen. Nein, nicht der Baum, der hier gewachsen ist, sondern ja, was Besseres. Und zwar hier, ich hatte ja die Tage Geburtstag und hier sieht man so ein bisschen die Raumdeko. So gestalten halt die Admins dann so ein bisschen den Raum. Und hier auch nochmal ein angefressener Kuchen, der jetzt von mir so ein bisschen weiter gefressen wird. Je nachdem, wie ich Lust habe, fresse ich den weiter. Und dann sieht man hier noch eine Kiste, wo steht, alles Gute zum Geburtstag, wünscht das Server-Team. Ja, und da an dieser Stelle wollte ich mich nochmal recht herzlich bei dem Server-Team bedanken. Vielen Dank. Und das macht das Server-Team halt bei jedem, dass du dann halt eine kleine Aufmerksamkeit kriegst, wenn dein Geburtstag mehr oder weniger nicht unbekannt ist. Ja, und gut, in der Kiste sind eigentlich Geschenke drin, aber ich habe die, sag ich mal, ausgeleert. Und dann wollte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar habe ich hier noch ein paar Dinge gekriegt. Ich glaube, das hier war auch noch. Ein paar Bücher von der Community. Die hebe ich natürlich immer ganz gerne hervor. Und ja, das erste Buch ist von Krümeurer. Nadudel hat ist der Titel. Hey Björn, nochmal herzlichen Glückwunsch zu 1900 Abos. Wünsch dir Cookie Games HD. Ja, cool. Der hier immer kommentiert mit Erster. Das finde ich übrigens super. Da sehe ich auch, dass du dir das Video auch anschaust, dass es auch aktive Zuschauer gibt. Ich mag Leute, die hier kommentieren. Egal was. Finde ich super. Ja, danke dir für deine Post, sag ich mal. Und dann haben wir hier noch ein Geschenk. Ein Geschenk von Krümeurer. Nochmal. Hey, habt ihr mal eine Dia-Rüstung da gelassen? Cookie Games HD. Oh, ja, guck mal. Noch einen zweiten Brief von Cookie Games. Jo, vielen Dank für eine Dia-Rüstung. Ich meine Dia-Rüstung, dass du die bezahlen kannst. Mensch, du hast dann das ganze Geld für Diamanten hier. Na gut, ich habe zwar kein Pferd mehr, aber wird sich dann doch wohl oder übel mal irgendwann finden lassen. Ansonsten schlachten wir eins, ne? Und dann haben wir noch Punkt, Punkt, Punkt von Vertox. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ja, die Nachricht mit Happy Birthday haben wir von Vertox. Und auch nochmal einen herzlichen Dank an dich. Und nein, das Steak lesen wir nicht vor, sondern Farmen for You? Fragezeichen von EastZone 31. Lieber Björn, ich habe in deiner Folge gesehen, dass du jemanden brauchst, der für dich farmt. Und da ich ziemlich gutes Equip habe und nicht viel mehr machen kann, wollte ich dich fragen, ob ich für dich farmen darf. Wir können das so dann so machen, dass du mir ein Buch in meinen Briefkasten tust. Na gut, in dem ich halt wahrscheinlich dann nennen sollte, was ich ganz gerne haben möchte. Und dann bringt er mir das. LG, liebe Grüße, EastZone 31. Vielen Dank. Also, boah, das finde ich richtig cool. Aber irgendwie, ja, wenn ich mal so am Bauen bin, mache ich das natürlich. Da hat mir die Unicorn ja natürlich auch Glas vorbeigebracht. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du mir auch nochmal Glas gebracht hast. Das waren die alten Bücher. Ja, hier so ein bisschen so Büchersammlung. Erschaffe Pferdei habe ich da ja auch noch drinne. Und, ja, das war so ein bisschen das Thema. Und ich wollte euch nochmal fragen, was ihr noch so für Wünsche, Anregungen an mich habt. Was ich am besten jetzt noch so in den Folgen machen soll. Soll ich lieber bauen? Soll ich lieber ein bisschen farmen gehen? Soll ich lieber Monster schlachten gehen? Heute ist es jetzt, sag ich mal, nur so eine Planfolge, weil ich auch frisch von der IFA zurückgekommen bin und mehr oder weniger nicht so viel habe, was ich nur, heute so geplant habe. Ja, die IFA, die seht ihr auch im Video. Und hier sieht man ein Restaurant vom Yoshi. Das hat er ja mitten in der Stadt gebaut. Neben meinem Haus. Ist das nicht ein Anblick? Ist doch schön. Da kann man doch direkt mal. Ja, ich, ein armer Björni, kommt hungrig vom Let's Play. Dann geht man hier hübsch essen in das Restaurant vom Yoshi.
Oh, ist doch nett gedacht, ne? Also, du hast ja echt was Tolles gedacht, bloß ich sehe ja kein Essen. Da brauchst du erstmal Kuchen backen oder sonst was. Hier kommt man nicht rein. Nö, nö, nö. Restaurant hat geschlossen. Schade, schade. Vielleicht dient das hier jetzt, um eine Spende an das Restaurant zu geben. Ich meine, komm, wir spenden dem Restaurant mal ein Steak, damit mal ein werter Gast auch was zu essen hat. Ne? Sonst ist es ein bisschen doof, wenn man hier nichts zu essen hat. Was wird denn hier nochmal Schönes gebaut? Das begutachte ich auch gerne. Let's Dude baut hier Weg. Weg, Fragezeichen. Oder Weg, Fragezeichen. Interessant, interessant. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch halt noch fragen, wie ihr das Community-Projekt so findet, was man verbessern könnte. Online-Zeiten von mir, jetzt ist zum Beispiel knapp 20 Uhr, sind halt meist so 18 bis 21 Uhr. Irgendwann wann dann zwischendurch und spielt einfach auf dem Server. Ich komme irgendwann und vielleicht nehmt ihr ja mal an einer Folge teil. Ja, viel mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Wie gesagt, alles gerade an Planung. Verbesserungsvorschläge, Anregungen gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann halt in der nächsten Folge vom Community-Projekt hier auf dem Modern Game City Server wiedersehen würden.